Ich liege nicht ganz weit. So. Jetzt natürlich weiter mit dem Dessert. Gelatine habe ich schon im Voraus angeweicht, natürlich in kaltem Wasser. Ich glaube, das ist so 10 Minuten oder ja, sogar ein bisschen länger. Ich schon einfach durch das Sahne aufkochen. Mit Zucker. Ein bisschen gemahlene Zimt. Zimtstange mit rein und Vanillestange. Bei Vanillestange ist es wichtig, dass die halbiert und ausgekratzt ist. So. So, jetzt aufkochen. Sauerkirsche, die wir mal absieben. So, das ist Kirschsaft. Mal umkochen. Zusammen mit dem guten Lutz-Glühwein. Ja, auch nicht die Zitronenschale und die Orangenschale fehlen. So, und dann auch nachher ein bisschen ziehen lassen, dass das Ding wichtig ist, dass es aufkocht und dann nachher noch einmal ziehen lassen, dass die ganze Geschmack aus dem Zimt und Vanille rausgeht. Das ist jetzt aufgekocht, das ist die Seite, dass es ein bisschen zieht. Jetzt abkühlen muss oder wenn man will, kann man es ja auch warm noch mal abwärmen. In die Panna Cotta kommen jetzt noch die ausgedrückte Gelatine. Jetzt abseilen. Ich habe hier Schälchen. Ich abfülle. Jetzt geht das für ein paar Stunden ins Kühlhaus oder ins Kühlschrank. So zum Anlichten. Super. Dann haben wir Filet. Man kann sie auch stürzen, ich mache es so, weil die Gläser sind ja nicht passend.
man vielleicht noch nicht kann.